Er hat einfach alles. Reichtum, Macht und Ruhm. Und außerdem 3 Frauen, 13 Kinder, einen Fußballclub samt Mbappé, Neymar und... Und jetzt auch eine WM. The winner is Qatar. Herzlich willkommen in der Welt von... Your Highness, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Er ist der Alleinherrscher über Katar. Einem winzigen, winzigen Land, gerade mal halb so groß wie Hessen. Dafür mit Zugang zum größten Gasfeld der Welt. Tamim Al-Majideh, Tamim der Glorreiche, nennen ihn seine Untertanen. Überall in Katar ist sein Gesicht zu sehen. Auf Autoscheiben, Häusern, Schaufenstern. Und auch die mächtigsten Menschen der Welt machen ihm den Hof. Відальні держави, зокрема держава Катар, можуть зробити дуже багато, щоб справедливість була відновлена. This small country that really has so much influence. Aber aufgepasst, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Life-threatening conditions faced by migrant laborers in Qatar. Workers reportedly died at a rate of 1 per day. Er gilt als Meister der Diplomatie. Die Vereinigten Staaten sind sein engster Verbündeter. Und zugleich redet seine Regierung mit den Taliban und unterstützt die islamistische Muslimbruderschaft. Wie geht das? Was steckt hinter dem netten Lächeln des Emirs? Was will er mit seinen ganzen Milliarden erreichen? Und warum investiert er so auffällig viel in Sport? Wer ist Tamim bin Hamad Al Thani? Ach schau, der Boris. 1993 fanden in Katar zum ersten Mal die Katar Open statt. Und Boris Becker war das Zugpferd. Einem Sprössling der Herrscherfamilie gab er damals sogar ein Privattraining. Genau, dem 13-jährigen Tamim. Gar nicht so schlecht, die Vorhand. Was wir hier sehen, nennt sich heute Sportswashing. Eine Idee, die Tamims Leben prägen soll. Also Sport und Sportler zu nutzen, um sich und seinem Land ein weltoffenes Image zu geben. Tamim hat aus dieser Idee einen Masterplan gemacht. Er will Katar zum Mekka des Sports machen. Zu einem mächtigen Player, auf den die ganze Welt schaut. The winner is Qatar. Mit 22 wird Tamim Mitglied im Internationalen Olympischen Komitee. Er hat die Handball-WM nach Katar geholt, die Leichtathletik-WM und auch die Formel 1 ist ab 2023 Stammgast in Katar. Sein größter Coup von der WM mal abgesehen. Er hat seinem alten Tenniskumpel und Jugendfreund Nasser Al-Khelaifi mal eben Paris Saint-Germain gekauft. Und seitdem wird er mal richtig geklotzt. Comme vous savez, c'est un grand plaisir pour moi de rejoindre le Paris Saint-Germain. Der Glanz der ganz Großen soll auf Katar abfärben. This is perfection for me. Dass man Sport als Softpower nutzen kann, das hat Tamim 1993 begriffen. Und das ist heute ein ganz zentraler Teil seiner Politik. Sein Meisterstück, die WM 2022. The winner is Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Eigentlich war Tamim ja nur der Dritte in der Al Thani-Thronfolge. Doch seine beiden älteren Brüder, naja, dieses Zitat ist überliefert. One played too much. The other prayed too much. وأنني اليوم أخاطبكم كي أعلن أنني أسلم مقاليد الحكم للشيخ تميم بن حمد آل ثاني. Am 25. Juni 2013 wurde Tamim bin Hamad Al Thani zum 4. Emir Katars ernannt. Mit 33 Jahren war er der damals jüngste Herrscher der arabischen Welt. Was noch bemerkenswert ist, Tamims Vater hatte als erstes Oberhaupt eines arabischen Landes der Golfregion seine Macht freiwillig abgegeben. Er selbst musste noch gegen seinen eigenen Vater putschen und der gegen seinen Cousin. Seit 130 Jahren herrschen die Al-Thanis über Katar. Drehen wir mal ganz kurz die Zeit zurück. Katar, das ist eine 10.000 Quadratkilometer große Halbinsel mit öden Kalksteinhügeln und baumlosen Steinwüsten. So sah Katar in den 70er Jahren noch aus.
Die meisten EinwohnerInnen lebten mehr schlecht als recht von der Perlenfischerei. Und das ist die Hauptstadt Doha heute. Wie ist das möglich? Erdgas. Katar teilt sich mit Iran das größte Erdgasfeld der Welt. Und das hat Katar, und natürlich allen voran den Emir selbst, einfach unfassbar reich, also wirklich so richtig reich gemacht. Katar hat das drittgrößte Bruttoinlandsprodukt pro Person der Welt. Deutschland liegt gerade mal auf Platz 18. Und noch wichtiger, Katar ist energiepolitisch ein Global Player. Heute kommen 20% des weltweiten Flüssiggases aus dem Golfstaat. Die Welt braucht Al-Thanis Gas. Das Gas war immer eine politische Absicherung für Katar, weil man sich damit auch weiterhin unersetzlich gemacht hat. Sagt Dr. Sebastian Sohns, politischer Analyst der Golfstaaten. Wenn man eine solche, ein Quasi-Monopol auf Erdgasproduktion hat, dann setzt man das selbstverständlich strategisch als politisches Instrument ein. Und seit Russland Europa den Gashahn zudreht, ist das kleine Katar gefragter denn je. Ваші зусиль закликає вас нарощуйте виробництво енергоносіїв, щоб Росії зрозуміли, що жодна держава не має використовувати енергоносії як зброю і для шантажу світу. Auf der Suche nach Ersatz für russisches Gas ist Wirtschaftsminister Habeck in Katar erfolgreich gewesen. Und wieder ein paar Milliarden gemacht. The winner is Katar. Jetzt ist die große Frage, wohin mit all der Kohle? 4000 Autos hat der Emir schon bereits, 15 Flugzeuge und die Almir Cup, die nur die 22. längste Yacht der Welt ist. Aber Tamim denkt noch größer als das. Mit dem katarischen Staatsfonds, der Qatar Investment Authority, etwa 350 bis 450 Milliarden schwer, geht er auf Einkaufstour. Auch in Deutschland. وبالمقابل تعبيرا عن ثقتنا بقوة الاقتصاد الألماني وبأهميته الاستثمار فيه أعلن عن عزم دولة قطر ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات يورو في الاقتصاد الألماني. Schauen wir da doch mal genauer hin. Ihm gehören zum Beispiel 6,1% der Deutschen Bank, 3,1% von Siemens, 17% von VW und 9% von RWE. Nur um jetzt mal die größeren Posten zu nennen. In Großbritannien gehört ihm das hier, das hier. Insgesamt hält der Emir mehr Eigentum als die Queen. Gott hab sie selig. Tamims Ziel, ein globales Netzwerk aus wirtschaftlichen Abhängigkeiten zu basteln, das Katar unangreifbar macht. Und ein Blick auf die Karte macht klar, warum. Katar ist ein Mini-Mini-Mini-Land, umzingelt von zigfach größeren konkurrierenden Staaten, denen Katars Aufstieg missfällt. Allen voran Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Um zu überleben, braucht Katar Verbündete. Der wichtigste seit Jahrzehnten? Die USA. Am US-Armeestützpunkt Al Udeid befindet sich das größte Truppenkontingent im Nahen Osten. 11.000 Soldaten sind hier in Katar stationiert. 1 Milliarde soll das den Wüstenstaat gekostet haben. Schlau angelegtes Geld. Qatar is a good friend and reliable and capable partner. And I'm notifying Congress that I will designate Qatar as a major non-NATO ally. Wow, souverän abgelesen, Joe. Gleichzeitig pflegt der Emir sehr enge Beziehungen zur Türkei und auch zu Russland. Er teilt sich ein Gasfeld mit Iran und hält Kontakte zu islamistischen Gruppierungen. 2013 eröffnen die Taliban ihr weltweit einziges Auslandsbüro in Doha. Wie heikel dieser katarisch-diplomatische Al-Thani-Drahtseilakt ist, zeigt diese Geschichte. Tamims Vater hat sich im arabischen Frühling ab Ende 2010 offen auf die Seite der Muslimbruderschaft und anderer islamistischer Gruppen gestellt. Immer wieder gibt es Spekulationen, Katar unterstütze die radikal-islamistische Taliban. 2017 greift Donald Trump diesen Vorwurf auf und wendet sich mit gewohnt markigen Worten von Katar ab.
terrorism has spread all across the world. Drive them out of your community. Drive them out of your holy land. And drive them out of this earth. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate nutzen die amerikanische Rückendeckung und verhängen gemeinsam mit Bahrain und Ägypten ein Embargo gegen Katar. Katar ist seit gestern weitgehend isoliert. Mehrere bislang treue arabische Verbündete haben den Kontakt abgebrochen. Kein Handel, kein Flugverkehr. Nichts sollte mehr aus Katar rein oder raus. Für Katar beginnt ein Überlebenskampf. Katar importiert über 90% seiner Lebensmittel. Der Emir macht, was er am besten kann. Diplomatie. Tamim ist ein Meister im Aufbau von immer neuer Softpower. Er schmiedet neue Bündnisse, vernetzt Katar mit der Welt. Vor allen Dingen mit anderen Partnern, mit der Türkei und mit Iran oder internationalen Partnern, wie zum Beispiel auch Deutschland, Abkommen und Verträge geschlossen. Al-Thanis Strategie hat Erfolg. Er führt Katar aus der Isolation. Und dafür lässt sich Tamim von seinem Volk wie der Star einer Boyband feiern. Mit überlebensgroßen Plakaten in den Straßen. Und jeder Menge Merchandise von Tamim dem Glorreichen. The winner is Katar! Pünktlich zur WM 2022. Sie soll das Meisterstück der Image-Strategie von Katar und Al-Thani werden. Erbaut auf dem Rücken von Arbeitsmigrantinnen. Etwa 2,9 Millionen Menschen leben im Land. Davon sind aber nur rund 300.000 Katari. Der Rest sind Arbeitsmigrantinnen, vor allem aus armen asiatischen Ländern. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also die laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt und... Okay, Franz, ich versuche dir das mal so zu erklären. Der Umgang der Kataris mit ihren GastarbeiterInnen basiert auf dem sogenannten Kafala-System. Und das ist ebenso eine Form der modernen Sklaverei. Der Arbeitgeber bestimmt alles. Wo jemand arbeitet, wie lange man arbeitet, wie frei man sich bewegen kann. Oft behält er auch den Pass der Arbeitsmigrantinnen ein. All work, no pay. That says Qatar is failing to fulfill its promises to improve the conditions of migrant workers in the run-up to the 2022 World Cup. Gerade im häuslichen Bereich war lange, lange Zeit auch in Katar quasi ein rechtsfreier Raum gegeben, weil es dort keine Gesetze gab, um die Hausangestellten vor sexuellem Missbrauch, vor Vergewaltigung, vor Lohnentzug und anderen Problemen zu bewahren. Offiziell wurde das Kafala-System abgeschafft, aber das Prinzip der Ausbeutung bleibt. Und von ihr profitieren der Emir und seine Herrscherfamilie ganz brutal. Tamim ist klug genug, seinen unermesslichen Reichtum mit seinen katarischen Untertanen zu teilen. Bist du katarischer Staatsbürger, bedeutet das, ein Arztbesuch oder ein Krankenhausaufenthalt kostet nichts. Genauso wenig wie Strom oder Wasser. Ein Arbeitsplatz ist garantiert. Die Arbeitslosenquote liegt wirklich bei überstabilen 0%. Die Millionen Arbeitsmigrantinnen können davon nur träumen. Man darf sich sowieso von all dem Sportswashing, von all der Softpower der Diplomatie und den Katar-Influencern Hello David Beckham nicht blenden lassen. Katar bleibt eine Autokratie. Frauen haben kaum Rechte. Das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit ist eingeschränkt und journalistische Berichterstattung werden streng kontrolliert und reglementiert. Ehebruch und Homosexualität stehen noch immer unter Strafe. Und Fragen wie diesen muss sich der Emir nur im Ausland stellen. And concerning the World Cup, are you also looking forward to homosexual German guests or do they have to stay home? Qatar is a very welcoming country, but also we expect and we want people to respect our culture. Und genau das hat Tamim bin Hamad Al-Thani geschafft. Die mächtigsten der Welt respektieren ihn. Mehr noch, sie sind auf ihn angewiesen. Unter seiner Führung ist Katar zu einer kleinen, einflussreichen Weltmacht aufgestiegen. Ein Land, über das die ganze Welt spricht und mit dem die ganze Welt ins Gespräch kommen will.